Herzlich willkommen zum ersten Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein wahnsinnig spannendes Thema für dich vorbereitet, also bleib dran und viel Freude beim Zuhören oder Zuschauen. Mein Name ist Oliver Ereny. Ich bin jetzt seit 19 Jahren selbstständig als Energetiker und habe über meine Arbeit das System der medialen Energetik gegründet. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, was ist jetzt Energetik überhaupt oder was ist mediale Energetik? Grundsätzlich kann ich dir sagen, mediale Energetik ist in der Kürze ein Arbeitssystem, das es mir erlaubt, im menschlichen Energiefeld, das heißt in dem, was man nicht auf den ersten Blick im Menschen sieht, arbeiten zu können. Und das ist ein spannendes Feld. Das hält mich jetzt schon seit fast 25 Jahren bei der Stange. Und ich bin auch irrsinnig dankbar, dass ich diesen wunderbaren Beruf jetzt schon eben beinahe 20 Jahre hauptberuflich ausüben kann. Und ich fange heute gleich mal mit einem sehr spannenden Thema an, nämlich dem Thema eine Krise als Chance nutzen. Das ist jetzt nichts Neues, dass wir leider so gestrickt sind, ich genauso, denn sonst gäbe eigentlich diesen Podcast gar nicht, dass wir Krisen brauchen, um uns zu verändern. Und jetzt gibt es Leute, die können da viel, viel besser mit so einer Veränderung umgehen und dann gibt es Leute, die können das nicht so gut. Ich kann jetzt rein vom Energiefluss her sagen, von der energetischen Seite her, und die energetische Seite beschäftigt sich ja mit deinem Inneren, mit deinen Batterien, deiner Lebensenergie. Da kann ich auf jeden Fall mal sagen, je flexibler man ist, umso leichter fließt Energie, umso leichter kann man auch natürlich diese Krisen als Chance sehen. Nur leider sind wir nicht alle so gestrickt, dass wir flexibel sind. Und da fängt ja dann das Problem an. Das heißt, wir werden mit Verlusten konfrontiert und manche können das gut hinter sich lassen, können das gut verarbeiten und andere hängen einfach ewig in diesen Themen fest. Es geschehen undenkbare Dinge. Wir verlieren Menschen, wir erleiden finanzielle Verluste, wir verlieren womöglich auch unsere Gesundheit. Und wenn wir da lange auf dieser Stelle bleiben, ist es wie wenn wir permanent in einen Abgrund starren. Und das Problem ist einfach, wir können da unsere Lebensenergie gar nicht mehr mobilisieren und motivieren. Wir werfen die eigentlich immer in so eine tote Stelle, in so ein totes Loch rein. Und da beginnt ja dann schon das Problem. Da fangen wir dann an, abzubauen, unsere Energie einfach zu verlieren. Und wir haben das Gefühl, wir stecken fest und wir kommen nicht weiter. Aber letzten Endes möchte ich dir heute bei diesem Podcast zumindest den Impuls mitgeben, dass du den Mut hast zu sagen, okay, da gibt es diese tote Stelle in meinem Leben, da gibt es diesen Fleck in meinem Leben, diesen Abgrund, wo sich nichts mehr rührt. Eine Beziehung ist vergangen, etwas ist kaputt gegangen, etwas hast du verloren, du hast einen Verlust erlitten. Also da rührt sich nichts mehr. Um es mit einem sehr zynischen Sprichwort zu sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Oder du versuchst, ein totes Pferd zu reiten. Das heißt einfach, du kommst da nicht von der Stelle. Und je länger du dich dazu entschließt, auf diese Stelle zu starren, umso länger steckst du fest und umso weniger Energie steht dir zur Verfügung. Das ist dann das, wo man wirklich merkt, okay, ich bin nur mehr sentimental, ich hänge in der Vergangenheit fest und ich tue mir womöglich ganz, ganz schwer, auch etwas Neues zuzulassen. Als praktisches Beispiel, ein Partner verlässt dich und du hängst immer noch so an diesem Partner fest und bist so enttäuscht und so gefangen, dass du gar niemanden neuen mehr in deinem Leben reinlassen kannst. Da hat also quasi dann diese Leere, die Abwesenheit, der Schock, der Trennung, deine ganzen, wenn du so möchtest, Saugnäpfe belegt, wo dann wieder wer neuer kommen könnte. Da bist du auch nicht offen für etwas Neues. Und da geht es eigentlich darum, sich bewusst zu werden, wie gehe ich denn mit solchen Krisen um? Wie schaffe ich es denn da weiterzugehen? Das ist jetzt natürlich auf den ersten Blick kein sehr lustiges Thema und ich rede da jetzt auch nicht vom hohen Ross herab. Ich habe genauso wie jeder Mensch seine Verluste erlitten und jeder Mensch hat seine Dramen, natürlich.
Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Ich will jetzt nicht deinen Schmerz, dein individuelles Schmerzgefühl, deinen individuellen Verlust da kleinreden oder irgendwie ad absurdum führen. Es geht mir nur einfach darum, um eine Grundeinstellung. Wie schaffen wir es jetzt, dass deine Energie möglichst in Schuss kommt? Und als Beispiel möchte ich jetzt eben diese Corona-Krise nehmen. Das ist jetzt kein Riesendrama bitte gewesen bei mir, sondern ich möchte dir einfach einmal einen Ansatz geben, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Denn ohne diese Krise, ob du es glaubst oder nicht, würde ich jetzt nicht zu dir sprechen, zumindest nicht in dieser Form. Denn einzig durch diese Krise habe ich die Zeit gehabt und auch naja, aus der Not heraus geboren die Zeit gehabt, weil ich wollte jetzt nicht zu arbeiten aufhören, habe ich zumindest die Zeit gehabt, mich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, wie du da jetzt siehst. Also ich schalte jetzt gerade hier hin und dann schalte ich dorthin und dann wieder hier hin. Und das habe ich alles während dieser Corona-Zeit gelernt. So. Das ist zwar jetzt nett, dass ich mir das jetzt mal einverleibt habe, aber da möchte ich dir jetzt schon einmal den ersten Tipp geben. Und der erste Tipp ist einfach, wenn du etwas nicht mehr tun kannst, na, dann schau, dass du es nutzt, für dich was anderes zu tun. Bleib nicht stehen. Ich hätte jetzt genauso gut 3 Monate herumsitzen können und sagen, oh Gott, das ist so schrecklich, das Schicksal. Ich habe jetzt so einen großen Geschäftseinbruch und ich bin arm und hätte mich in meinem Selbstmitleid suhlen können. Aber da bin ich nicht so geeignet dafür. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin, wenn ich leide, sowieso der Ärmste. Also Hashtag Männergrippe und Männerschnupfen und sonst irgendetwas. Also keine Angst, ich leide schon wie kein anderer. Aber und das ist der Punkt. Ich lasse mir von meinem Leidensdruck sicher nicht mein Leben versauen. Das heißt, ich gestatte mir zum Beispiel, wenn ich in so einer Phase bin, ein paar Minuten Selbstmitleid jeden Tag. Da stelle ich mir eine Uhr, sage, okay, 5 Minuten bist du jetzt das ärmste Schwein der Welt. Und dann bin ich wirklich der Ärmste der Welt. Da leidet niemand so wie ich an einer Halsentzündung oder an einem Schnupfen. Da leidet niemand so an seiner Allergie wie ich leide. Da bin ich wirklich ganz arm und ich übersteigere damit, du merkst das schon, meinen Leidensdruck. Aber ich nehme auch mein Selbstmitleid wahr, denn ich habe diesen Anteil. Das Problem ist nur, wenn du das immer wegdrängst, dann wird er mal zu so einem Riesending und dann hast du es nicht unter Kontrolle und dann schaltet sich dieses blöde Selbstmitleid genau an den unpassendsten Stellen ein. Ich setze also meinem Selbstmitleid, meinem Leiden eine Grenze und sage, genau in diesem Zeitpunkt bist du der Ärmste und kannst nichts machen. Du bist einfach Opfer und ausgeliefert. Und das mache ich bei allem so, ob ich Zahnschmerzen habe in der Nacht oder irgendwelche anderen körperlichen Probleme habe oder ob ich eben wirklich irgendwo einen emotionalen Leidensdruck habe. Egal wo und wie, ich erlaube mir das eine Zeit lang und dann schaue ich, was kann ich tun, damit es leichter wird. Und entweder mir fallen dann selber Techniken aus meinem Fundus ein oder ich suche mir halt dann jemanden, der mir hilft. Natürlich, ist ja kein Problem. Also das ist eben so wirklich der erste Tipp für mich wäre wirklich, lass einmal Selbstmitleid zu, das ist völlig okay, aber verweile nicht drinnen. Das ist einmal so das Erste. Und das Nächste, was jetzt dann passiert, wenn du in so einer Krise steckst, bei mir Corona, ich konnte nicht mehr arbeiten auf die Art und Weise, ich hatte, du kannst sagen, gut 75% Rückgang, ja, jetzt diese 3 Monate. Also was macht man dann die ganze Zeit? Und da habe ich dann angefangen zu schauen, okay, was darf ich denn tun? Was kann ich denn jetzt während dieser Zeit tun? Denn grundsätzlich bin ich ja gesund, ich habe meine Möglichkeiten, Dinge zu lernen und ich hatte auch schon länger den Plan, mal mehr auf YouTube oder mehr im Internet zu machen. Und so habe ich begonnen, das zu machen, was ich schon konnte. Ich habe einfach mal geschaut, okay, wie aktiviere ich mehrere Webcams gleichzeitig, also so wie hier jetzt, wie arbeite ich mit einer Greenscreen, wie du das jetzt siehst. Das habe ich mir alles eingelernt und habe dann eben geschaut, dass ich das umsetzen kann. Und nebenbei bemerkt, da habe ich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel gebraucht. Das waren immer schon Sachen, die
vieles hatte ich davon. Ich habe mir zwei Kleinigkeiten dann über Amazon bestellt, das ich noch brauchte technisch, habe das dann auch bekommen und so konnte ich jetzt in meinem Rahmen wirksam werden und konnte eben schauen, wie nutze ich denn diese Technik. Und ich habe eben diese zwei Interviewreihen angefangen. Das eine ist jetzt von der Autorengeschichte her, das ist eine andere Sache, und eben diesen Podcast. Und bin jetzt irrsinnig happy, dass ich diese Zeit hatte und dass ich sie mir auch genommen habe. Nicht jetzt zu denken, oh Gott, was habe ich verloren, sondern was habe ich dadurch für Möglichkeiten. Und unterm Strich war es dann so, dass ich zeitlich mehr Arbeitszeit hatte, unterm Strich dann als während meines normalen Betriebes, weil das natürlich irrsinnig fordernd war. Die ganze Technik verstehen hat mich mehr gefordert, als das Energiefeld eines Menschen zu lesen, ob ihr es glaubt oder nicht. Mein Ansatz war, was gibt es denn jetzt noch nicht? Was gibt es denn bei der Energetik noch nicht? Und eben ein Podcast erschien mir da als ein gutes Medium, einfach einmal herauszugehen und diese Krise eben zu nutzen. Das heißt, ich habe geschaut, was habe ich für Interessen und was kann ich dann noch umsetzen. Und so habe ich eben begonnen, dieses Projekt zu starten. Und es ist ein spannendes Projekt. Ich habe schon Interviews geführt, die werden über die Zeit lang da veröffentlicht. Also keine Angst, du wirst nicht nur mit mir Vorlieb nehmen müssen bei diesem Podcast, sondern es wird auch Interviews geben mit hochinteressanten Gästen. Aber da werde ich noch nicht so viel drüber verraten. Also einfach immer einschalten, jeden Freitag dann, wenn das veröffentlicht wird und dranbleiben. Also ich habe die Interviewlinie, wo ich einfach mal zeigen möchte, dass Energetik oder auch unter Anführungszeichen Esoterik jetzt nicht irgendwelche Spinner sind, die rumlaufen oder irgendetwas ist, wo man sagt, okay, da muss man sich immer rechtfertigen, sondern dass das durchaus Techniken sind, dass das Zugänge sind, die jeden Menschen betreffen. Und ich bin davon überzeugt, es betrifft auch dich. Und so kann ich jetzt eben von meiner energetischen Erfahrung her sagen, okay, das mache ich also. Ich habe jetzt einmal eines gelernt, ich kann meine Gefühle in meinem Rahmen leben und auch lenken. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt in einer Krise, dass ich sage, okay, Trauer darf sein, Selbstmitleid darf sein, Erschütterung darf sein, aber es darf dir nicht die ganze Energie rauben. Und normalerweise macht es das. Die Klienten, die ich habe, die dann in so Schocks kommen oder die sagen, ja, meine Lebensenergie ist runtergefahren seit einem gewissen Ereignis, die haben sich in dieser Leere verfangen. Also da kann man wirklich sagen, die schauen immer in diesen Abgrund, auf diese tote Stelle, versuchen diesen toten Gaul zu reiten, ob es jetzt emotional ist oder ganz konkret ist. Und deshalb fließt dann nichts mehr. Und da möchte ich eigentlich jetzt auch einmal sagen, gut, das Drama ist da, das erkennen wir an, aber es soll dich nicht am Tun hindern. Und das führt mich gleich zu meinem nächsten Tipp, nämlich, was kannst du tun? Jetzt sagst du vielleicht, na gut, der Ereni tut sich jetzt leicht, der spielt da herum mit Kameras oder dem hat Film schon immer gefallen oder der mag das technisch recht, aber ich will jetzt da keinen Podcast starten, wenn ich irgendein Problem habe oder irgendwie mich auf YouTube verwirklichen. Aber was kann ich dann tun? Und da fangen wir schon mit den grundlegenden Sachen an. Was kannst du während einer Krise tun? Fang bei den Basics an. Zum Beispiel ausmisten, etwas aussortieren. Das wäre eine Möglichkeit, das kannst du eigentlich immer machen. Du kannst zum Beispiel auch deine Wohnung putzen. Wohnung putzen kann man auch traurig und dann ist etwas geschehen. Und da passiert auch durch die Reinigung energetisch eine Verwandlung mit dir. Das heißt, du kommst allein durch dieses Tun, kommt da schon wieder was in den Fluss und du hast schon wieder Abstand zu deinen Emotionen. Das kann man auf jeden Fall machen. Und jeder von uns hat kleine Therapeuten zu Hause und kleine Therapeuten bei sich. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt zu einem Energetiker gehen, sondern ich kann auch schauen, was habe ich denn für Helferlein daheim? Und da ist es ganz spannend, weil das wird oft übersehen. Überleg mal, was dir hilft. Mir hilft zum Beispiel, und das ist jetzt ein Geheimnis, das ich verrate, mir hilft zum Beispiel auch Elvis Presley. Also wenn ich Presley-Musik höre, hebt das für mich die Stimmung und da ist es schon leichter. Oder auch der
der Max Raabe und das Palastorchester, also so bewegte Mann-Soundtrack zum Beispiel, das sind so Schlagergeschichten, die heben meine Stimmung ganz automatisch und da geht's mir schon besser. Und da mache ich ja dann eigentlich schon Energetik, da mache ich ja Energiearbeit. Das heißt, ich gebe eine Frequenz, in dem Fall eben Musik, zu meinem Energiefeld und das inspiriert mich dann. Das heißt, Musik hören wäre auch so eine Möglichkeit, um einfach dein Energiefeld zu heben, deine Schwingung, deine Stimmung zu heben und so wieder ins Tun zu kommen, in eine bessere Frequenz reinzukommen. Also das wäre ein ganz, ganz guter Tipp einfach auch, dass jeder sofort machen kann. Wir haben auch Farben um uns herum. Ja. Also wir können uns gewisse Farblichter heimtun. Das ist mit der LED-Technik jetzt ganz einfach, wo man auch schon wie eine kleine Farbtherapie bei sich selber machen kann. Das heißt nicht, dass man immer alles selbst machen muss, aber ich möchte dir nur mal ein paar Denkanstöße geben, was du vielleicht schon daheim hast und wo du dir selber Gutes tun kannst. So kannst du einfach einen Stillstand schon einmal positiver nutzen für dich. Du kannst dir selber eine kleine Wellness-Geschichte gönnen. Zum Beispiel lass dir eine Badewanne ein oder dusch mal, betreibe Körperpflege. Das ist auch ein guter Tipp. Also wenn du dich mit dem Körper beschäftigst und da einfach eine Pflege machst, vielleicht auch ein ätherisches Öl verwendest oder ein gutes Parfum da auch raufgibst und dich pflegst, dann ist das auch erdend, ja, das heißt, du beschäftigst dich mit der Materie, mit deinem Wurzelchakra und dann kriegst du auch wieder mehr Kraft. Und mehr Kraft bedeutet ja einfach auch, dass du wieder besser mit so Krisen umgehen kannst und leichter aus der Krise rausgehen kannst. Und so gelingt es dir dann tatsächlich, gestärkter aus dieser Krise auszutreten. Und das soll es ja sein. Und wenn etwas zerbricht und wenn wo eine Leere ist, dann verspreche ich dir, das Leben liebt kein Vakuum. Lebensenergie will immer, dass etwas fließt. Das heißt, sobald irgendwo eine Leere erzeugt ist, wird das Leben diese Leere wieder füllen, auf kurz oder lang. Aber, und das ist jetzt noch einmal der wichtige Punkt, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, ich erwähne es jetzt noch einmal. Wenn du permanent in deinem Verlust hängst, dann bist du mit diesem Verlust noch zusammen. Das heißt, da kann das Leben gar nichts machen, denn wenn ich jetzt sage, okay, der Partner, der Traummann ist weg, den habe ich verloren, die kommt nie wieder, so eine Liebe, so eine Chance kriege ich nie wieder, dann bist du mit dem Verlust der Liebe zusammen, so zynisch das auch klingen mag, und da kommt kein neuer Partner, das geht gar nicht, weil du da schon ein Besetztzeichen hast, besetzt halt mit dem Traum oder der Sentimentalität von deinem alten Partner. Deshalb bleib bewusst, deshalb bleib wach und erlaube auch ein Vakuum. Sag einfach mal, okay, ich bin da jetzt einmal alleine, aber da darf auch wieder was kommen. Das Leben wird schon kommen. Es ist nicht der letzte Mann von der Erde gefallen. Es ist nicht die letzte Frau von der Erde gefallen und jeder findet jemanden. Man muss halt einfach nur schauen, dass man innerlich so offen wie möglich ist, dass dieses Vakuum weggeht. Und eben dieses Selbstmitleid, dieses ich bin alleine, ich vermisse jemanden, das ist eigentlich eine wahnsinnige Blockade, die verhindert, dass da was Neues kommen kann. Sowohl ganz konkret im Leben, als auch natürlich emotional, dass du da in neue Zustände gehen kannst. Also ist diese Krise auch ein Aufruf, alte Sachen loszulassen und auch zu schauen, dass du immer wieder in etwas Neues reinkommst, dass eine gewisse Transformation in deinem Lebensstil auch stattfindet. Das ist auch immer wichtig. Ich habe zum Beispiel Klienten, die den Krebs überwunden haben, die als geheilt von Krebs gelten, sind die, die wesentliche Änderungen in ihrem Lebensstil gemacht haben. Ich habe auch sehr viele Klienten sterben sehen an Krebs. Und das waren dann die Leute, die gesagt haben, ja, ich liebe jetzt zwar das Leben, aber das war nie authentisch, das ist nie reingegangen, die Botschaft. Da war immer noch so dieser Fleck drinnen und ich denke, dass man da
dass man da ganz ehrlich zu sich sein soll, denn es gibt halt leider ganz, ganz viele Leute, wo diese Lebensmüdigkeit schon so tief drinnen ist, dieses Enttäuschte, dieses Erschöpfte vom Leben, dass man dann 100 Mal was positiv affirmieren kann und das überwiegt aber dann nicht mehr. Das soll dir jetzt keine Angst machen, aber ich glaube auch, dass jede Krankheit eben der Aufruf ist, etwas zu ändern. Ob es jetzt in der Ernährung ist, ob es in deinem Lebenswandel, in deinen Umständen eine Änderung nötig ist. Aber das ist so ein Aufruf, wo ich sage, okay, die Krise ist jetzt nicht das Ende, das ist jetzt nicht das Drama. Die Krise ist irgendwann einmal vorbei, auf die eine oder andere Art. Aber was machst du dann? Was bleibt dir dann? Und da ist, denke ich, immer der Aufruf zur Veränderung da. Und da kann dir natürlich die Energetik helfen. Also mir hilft's, mir helfen die Techniken, die ich selber anbiete in der Praxis und auch bei mir selber mache. Mich hat die Energetik wesentlich krisenfester gemacht, wesentlich zufriedener gemacht und auch zuversichtlicher gemacht. Und das ist dann so eine innere Stärke und die kann dir dann niemand mehr nehmen. Das heißt, egal was passiert, egal wie das politische Wetter gerade draußen ist, egal wie das gesellschaftliche Wetter gerade draußen ist, du hast dein Inneres, du hast diese Basis, du hast dein Haus nicht auf Sand gebaut, würde man sagen. Ja, und das wären schon so ein paar Tipps, wie du eben mit dieser Krise umgehen kannst. Es sind nur ein paar kurze Inputs, aber vielleicht passt ja der eine oder andere Tipp für dich und ich wünsche mir persönlich krisenfeste Leute. Und zwar krisenfeste Menschen, die diese Krisen wirklich immer als Möglichkeiten sehen und nicht als Urteil. Die nicht das Gefühl haben, das Leben oder der liebe Gott oder das Schicksal hätte sich gegen sie verschworen, sondern die wirklich sagen, okay, es gehört ein Auf, genauso wie das Ab gehört dazu. Und ich kann in beiden Zuständen das Beste rausholen, aus mir selber. Ich nutze die ruhigen Zeiten für mich und dann schöpfe ich wieder Kraft, um neue Gipfel zu erklimmen. Und dann geht wieder was leicht, dann ist man wieder vielleicht ein bisschen unten von so einer Bergtalfahrt aus. Aber letzten Endes ist es, und das ist, glaube ich, die Nachricht, die ich dir heute zum Abschied noch mitgeben möchte. Mach dir bitte bewusst, das Leben meint's nicht persönlich mit dir. Egal was passiert, es passiert nicht dir persönlich. Es ist jetzt keine Kränkung von dir selber und es ist auch nicht so gemeint, dass dir etwas angetan werden soll. Das Auf und das Ab gehört zum Leben dazu. Wir können unser Leben nicht krisenfest machen. Wir müssen die Krisen natürlich nicht willkommen heißen, aber letzten Endes ist es nicht persönlich gedacht. Man denkt sich immer, wenn man eine Krise überwunden hat oder einen Unfall gehabt hat, ah, das passiert mir nie wieder und dann passiert wieder was. Aber letzten Endes, wir sind da. Wir sind nach jedem Unfall, nach jeder Trennung, nach jeder Krankheit, du bist noch da. Und es meint etwas wirklich gut mit dir. Das Leben, das Schicksal, Gott, die Lebensenergie, das Karma, egal was du da bedienen willst an Begriffen, das verschwört sich nicht gegen dich, sondern alles ist für dich da und alles arbeitet für dich. Und alles will eigentlich im tiefsten Inneren, dass du glücklich und zufrieden bist. Egal, ob draußen die Sonne scheint oder womöglich mal eine Regenwolke vorbeizieht. Das Wetter meint's nicht mit dir persönlich, also nimm's auch bitte nicht persönlich. Denn Dinge zu persönlich zu nehmen, ist sicher einer der größten Gründe für unglücklich sein. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt kannst du vielleicht sagen, naja, Moment, wenn der Ereni jetzt sagt, na gut, mir soll es da gut gehen in jeder Phase, ist das nicht schlecht fürs Geschäft für ihn? Nein, ist es nicht. Denn ich möchte eigentlich in einer Welt leben, wo jeder zufrieden, eigenverantwortlich und klar ist und kraftvoll ist. Und ich hoffe, dieser Podcast hilft dir auch dabei. Und ich finde mir schon was anderes zu tun, wenn jedem die Sonne aus dem Hintern strahlt, keine Angst, keine Sorge um mich, ich finde mir schon was anderes
Und ich wünsche mir wirklich aus tiefstem Herzen eine Welt, wo jeder zufrieden und glücklich ist und ganz klar bei sich ist. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche oder sehen uns nächste Woche wieder. Ich sage vielen Dank fürs Dranbleiben. Und wenn du mehr Informationen haben willst, dann bitte abonnier meinen Kanal, da kannst du mich wirklich unterstützen. Oder like meine Facebook-Seite, das ist alles unten verlinkt. Besuch meine Homepage, da ist auch noch einmal mein ganzes Online-Buchungstool drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche. Tschüss, alles Gute, dein Oliver Ereny, medialer Energetiker.